Hallo und herzlich willkommen zum dritten Tag unserer digitalen Studieninformationstage an der Otto von Guericke Universität in Magdeburg. Und heute haben wir es endlich mal mit der Königsdisziplin zu tun, nämlich wir machen heute hier und jetzt Physik. Physik kann man an der Uni studieren und ich darf erstmal damit anfangen, das ist das richtige Schild, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Martin Feneberg, ich arbeite als Dozent in der experimentellen Physik. Experimentelle Physik bedeutet, wir machen Experimente. Und Experimente, das ist natürlich irgendwie ein ganz anderes Setting als hier. Hier sitze ich an einem Schreibtisch. Ein Schreibtisch ist nicht meine natürliche Lebensumgebung. Meine natürliche Lebensumgebung ist das Labor. Da darf ich aber im Moment nicht so oft hin, wegen Corona und so Sachen. Und darum, und um euch zu zeigen, warum Physik so wahnsinnig viel Spaß macht, haben wir ein paar Experimente vorbereitet fürs Homeoffice. Also wir tun jetzt mal so, als wäre ich hier im Homeoffice. Und wir werden dann hier ein paar Experimente zeigen und dann werde ich die natürlich auch erklären. Das ist ja schließlich eine Uni und kein Kindergarten, was wir hier sind. Dann fangen wir jetzt mal erstmal ganz langsam damit an, dass ich euch sage, wo ihr noch mehr Informationen bekommt. Nämlich, das ist ja ein digitaler Studieninformationstag. Und da haben wir eine wunderschöne Internetadresse, www.ifp. IFP bedeutet Institut für Physik. .ovgu.de. Klar, die Uni steht in Deutschland und OVGU, das ist der Otto von Guericke. Ja? U für Uni. / Studieninfotag. Und da gibt es dann noch kleine Videos, Links zu weiteren Hinweisen zu Informationen, die ihr vielleicht braucht, wenn ihr euch für die Physik interessiert, was natürlich ein Gott gegeben ist. Das muss ja so sein. Wenn es nicht so ist, dann ist es nach diesem Video so, versteht sich. Ja? Wenn ich sage, wir wollen Experimente im Homeoffice machen, dann bedeutet das, wir machen natürlich jetzt nur kleine Experimente, die ihr im Prinzip daheim auch nachmachen könnt. Nachmachen heißt, alles was ihr braucht, sind so Dinge wie zum Beispiel eine Reißzwecke. Reißzwecken, ich weiß nicht, ob das das hochdeutsche Wort ist. Reißzwecken sind diese Dinger, die man in die Pinnwand rammt, um die Hausaufgaben dort für alle Zeiten zu vergessen. Ich habe natürlich eine ganze Menge Reißzwecken dabei, weil das ist ja eine Uni, wir haben Geld. Ja. Und Luftballons. Ich habe auch einen weißen Luftballon, sieht man besser auf meinem blauen T-Shirt. Und zum Beispiel, was wir später noch brauchen für weitere Experimente, das sind irgendwelche Tischtennisbälle oder irgendwelche Pappbecher, alles Sachen, die man in einer gut sortierten Küche jederzeit finden kann. Und das machen wir nicht lang drum rum. Jetzt werden wir anfangen mit dem ersten Experiment. Unser erstes Experiment, das ist die geteilte Kraft. Und dafür habe ich hier einen Reißzwecken. Der Reißzwecke, die Reißzwecke, das müssen wir uns jetzt noch überlegen. Und einen Luftballon. Ich habe jetzt hier einen Luftballon mit Uni-Logo, versteht sich. Jetzt habe ich einen aufgeblasenen Luftballon. Kann man das lesen? Da steht drauf, lange Nacht der Wissenschaft. Ja. Es ist hell draußen, wir sind live auf Sendung. Das heißt, es ist natürlich jetzt ein langer Tag der Wissenschaft und so lang wird es auch nicht versprochen. Ich mache jetzt hier einen professionellen Knoten rein. Das kann ich von den Wasserbomben, die ich habe. Wenn ich im Hörsaal tatsächlich Vorlesungen halte und ein Student schläft ein, dann brauche ich immer Wasserbomben. Weil Kreide ist schlecht, Kreide tut nur weh, macht aber nicht nass. Wenn ich jetzt diesen Luftballon nehme und auf diese Reißzwecke drauf drücke, von oben, also so, aber auf der Reißzwecke, dann wird der richtig platzen. Schauen wir uns doch mal an. Gehen wir mit der Kamera mal drauf. Das hat funktioniert. Der Luftballon ist kaputt, die Reißzwecke ist noch da. Weil ich habe Kraft von oben ausgeübt. Und diese Kraft, die wird übertragen auf diese kleine Fläche von dem Reißzwecken. Und diese kleine Fläche, das bedeutet, wir haben einen riesigen Druck, weil Druck ist Kraft pro Fläche. Wir tun es mal so, als wäre das nur die Kraft, die den Luftballon zerstört hat. Und jetzt kommen wir zum richtigen Experiment. Jetzt haben wir hier eine ganze Menge Reißzwecken. Und die muss ich jetzt alle erstmal so hinlegen, dass die Nadeln nach oben schauen. Und dann werden wir die möglichst dicht zueinander legen, aber dass die sich nicht überlappen. Dass die nicht aufeinander liegen oder sowas. Ich habe ja noch mehr Luftballons. Wenn es jetzt nicht klappt, können wir das noch mehrfach machen. Dann nehmen wir wieder den Luftballon, diesmal in einem schönen Pink. Auch der ist dicht. Da freue ich mich aber. Auch hier machen wir einen Knoten rein. So. Jawohl. Und diesen Luftballon, den drücke ich jetzt ebenfalls auf die Reißzwecken, aber diesmal auf alle. Ich versuche die Mitte zu treffen, dass die Kraft, die ich von oben ausübe, sich auf alle Reißzwecken gleichmäßig verteilt. Schauen wir mal, ob mir das gelingt.
Irgendwann wird er platzen, wenn ich jetzt nur noch mehr Kraft ausübe, aber ich finde, das ist doch schon mal ganz gut. Man sieht auch schon unten, wenn man hier unten hinschaut, dass der Luftballon unten ziemlich abgeplattet ist. Mit anderen Worten, ich habe schon ganz schön Kraft drauf ausgeübt. Ja? Ja, jetzt, man sieht es auch, ich bin nicht so stark, hier ist nicht viel dahinter im Bizeps, Trizeps und so weiter und so fort. Aber das reicht doch eigentlich. Der Luftballon hat es überlebt. Jetzt, das ist ein schönes Experiment. Warum ist das so? Schauen wir uns erstmal an, wie macht ein Physiker so ein Experiment im Hörsaal, wenn er wirklich eine Physikvorlesung hält. Hier haben wir jetzt ein Experiment zu Kräften. Und zwar haben wir hierfür kleine Massenstückchen und jedes von diesen Massestückchen hat 50 Gramm und 50 Gramm entsprechen ganz grob 0,5 Newton. Und davon haben wir 6 Stück mit dem, das ich in der Hand habe. Das fädeln wir jetzt hier noch auf. Jetzt haben wir 6 mal 50 Gramm, also 300 Gramm macht 3 Newton. Und diese Kraft, die lässt sich messen mit einem Federkraftmesser. Und dieser Federkraftmesser, der hat hier eine Anzeige von maximal 5 Newton. Mehr kann der nicht, dann geht er kaputt. Und den hängen wir jetzt hier oben hin. Und dann hängen wir diese 3 Newton unten an und schauen wir mal, was das anzeigt. Und in der Tat sehen wir hier, dass 3 Newton angezeigt werden. Das sind also tatsächlich 3 Newton, die hier kommen. Wenn wir jetzt diese 3 Newton aber an diese andere Konstruktion anhängen, die hier schon vorbereitet ist, da haben wir 4 Federkraftmesser oben und jedes von denen ist gleich und jedes von denen geht nur bis zu einem Newton. Und wir hängen diese 3 Newton unten in der Mitte an. Dann sehen wir, dass die Kraft sich gleichmäßig aufteilt auf alle 4 Federkraftmesser und wir kriegen 0,75 Newton auf jedem Federkraftmesser. Addiert macht es natürlich genau wieder diese 3 Newton, die wir vorhin gemessen haben. So, jetzt haben wir gesehen, wie dieses Experiment im Hörsaal funktioniert, wenn wir richtig mit physikalischer Laborausstattung rangehen. Und es stellt sich natürlich die Frage, was ist hier passiert? Was haben wir hier vor uns? Und wir haben hier vor uns die Newtonschen Axiome. Also wir haben es zu tun mit Newton. Newton sieht so aus. Nicht Newton sieht so aus, sondern so schreibt er sich. Newton war Brite, der Mann heißt also einfach schlicht und ergreifend Neustadt. Und der Newton hat 3 wichtige physikalische Axiome aufgestellt. Mit dem ersten und dem dritten haben wir es hier zu tun. Das erste besagt einfach nur, ein Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich mit der gleichen Geschwindigkeit weiter, wenn keine resultierende äußere Kraft auf ihn einwirkt. Und das habe ich jetzt hier genau gehabt. Ich habe ja auf den Luftballon drauf gedrückt und er hat sich nicht weiter bewegt. Das heißt, wir haben hier im Prinzip folgende Situation. Wir haben den Luftballon. Ich drücke von oben drauf mit einer Kraft. Eine Kraft, auch die wird englisch abgekürzt als F-Force. Die hat einen Vektorpfeil, weil die hat eine Richtung. Die drückt nach unten. Und wenn er sich nicht weiter bewegt, muss die Gesamtkraft, die auf dem Luftballon wirkt, null sein. Das heißt, wir haben die gleiche Kraft von unten. Darum mache ich diesen Vektorpfeil von unten nochmal mit ungefähr der gleichen Länge hin. Das ist die Kraft, mit der ich drücke von oben und das ist die Kraft, die von unten auch auftritt. Wenn ich die beiden zusammen addiere, ist es null und der Luftballon bewegt sich nicht. Wenn ich aber hier unten die Kraft auf einen Reißzwecken kriege, der Reißzwecken sieht offensichtlich so aus, dann hat er hier oben eine sehr kleine Fläche und die ganze Kraft wird von dieser einen Nadel aufgebracht. Wenn ich aber sehr viele Reißzwecken habe, die kann ich jetzt eine halbe Stunde lang malen oder ich male einfach mal nur 3 hin als Symbol dafür, dann verteilt sich die Kraft gleichmäßig, wie wir es auch im Hörsaalexperiment gesehen haben. Das heißt, die ganze Kraft, die ich auf den Luftballon ausübe, die wird verteilt auf die vielen einzelnen Nadeln. Und dadurch wird der Luftballon, wird die Kraft nicht erreicht, die man benötigt, um den Luftballon zu zerstören. Das ist das erste Newtonsche Axiom, dass wir in Ruhe sind, beziehungsweise gleichförmige Bewegung beibehalten wird. Hier bleiben wir in Ruhe. Die resultierende Kraft ist null. Wir sagen dafür, also wenn wir das hier die Kraft F1 nennen, das hier wäre die Kraft F2, dann muss da sowas stehen wie F1 plus F2 gleich 0. Das ist genauso einfach. Man kann es nicht lesen, aber es ist genauso einfach, wie man sich das denkt. F1 plus F2 gleich 0. Das dritte Newtonsche Axiom ist das, dass jede Kraft zwischen zwei Körpern eine Gegenkraft hervorruft. Wenn ich nämlich von oben drücke und es nicht beschleunigt werden kann, der Luftballon, dann muss von unten auch was dagegen drücken. Das dritte Newtonsche Axiom, Newton 3, das besagt einfach nur, eine Kraft, die von oben drückt, muss auch gleich die Kraft, muss so groß sein wie die Kraft, die von unten drückt, aber mit dem anderen Vorzeichen. Da steht also nur, F1 ist gleich minus F2. Da ich hier so ein einfaches Beispiel gewählt habe, ist das jetzt zweimal die gleiche Formel. Da steht ja genau das Gleiche dran. Wir können die Kraft 2 einfach auf die andere Seite des Gleichheitszeichens ziehen, hat ein anderes Vorzeichen fertig. Und die Kraft 2, das ist das Besondere an meinem Luftballonexperiment, die wird eben aufgeteilt auf viele Reißzwecken. Das heißt, auf jeder Reißzwecke haben wir nur F2 geteilt durch Anzahl der Reißzwecken, die ich getroffen habe. Und das hat nicht gereicht, um den Luftballon zu zerstören. So,
Und das ist sozusagen unser erstes Experiment gewesen, die geteilte Kraft. Und jetzt kommen wir zum nächsten Experiment. Und das hier haben wir ein Experiment zur Impulserhaltung. Und zwar machen wir einen elastischen Stoß oder genauer gesagt mehrere elastische Übertrag von Bewegung sozusagen. Ne? Wir haben Impuls. Impuls kann man zum Beispiel schön zeigen mit einem Tischtennisball. Das ist ein chinesischer Tischtennisball. Da steht drauf Double Circle. Also es gab auch Triple Circle, die waren besser. Made in China, das ist gut. Happy Corona. Und wenn wir den jetzt fallen lassen, dann kommt dieser Tischtennisball vom Tisch wieder hoch. Was passiert hier? Der Tischtennisball fällt runter. Der hat Masse und der hat Geschwindigkeit. Die Masse ist zwar nicht groß, aber die ist endlich da, sonst würde der Tischtennisball nicht auf dem Tisch liegen bleiben. Und der hat Geschwindigkeit. Wenn der unten am Tisch angekommen ist, dann hat er Masse mal Geschwindigkeit und dieses Masse mal Geschwindigkeit ist der Impuls und der zeigt nach unten. Der Tisch ist beliebig schwer und wird sich nicht wegbewegen durch den Tischtennisball, durch den Impulsübertrag mit dem Tischtennisball. Das heißt, wir kriegen hier einen fast vollständig elastischen Stoß des Tischtennisballs mit einem unendlich schweren Gegenkörper, und das ist der Tisch, und der springt mit der gleichen Geschwindigkeit wieder hoch. Kleine Verluste haben wir immer. Diese kleinen Verluste sorgen dafür, dass der Tischtennisball nicht ganz auf der gleichen Höhe wieder rauskommt, sondern immer niedriger wird. Aber der Tischtennisball prallt also vom Tisch ab und kommt wieder hoch. So, und das Experiment, das ist jetzt wie folgt. Wir stecken diesen Tischtennisball in einen Pappbecher. Das ist einer von diesen Pappbechern. Der hat hier unten, also wirklich Pappe. Der ist gemacht für viel edlere Flüssigkeiten als Tischtennisbälle, nämlich Kaffee. Kaffee ist das Lebenselixier eines Physikers. Also ohne Kaffee geht gar nichts. Kaffee brauchen wir Physiker morgens, brauchen wir Physiker mittags, brauchen wir Physiker abends. Und ja, nachts wahrscheinlich auch, aber da schlafe ich. So, wenn wir den Tischtennisball in diesen Pappbecher hineinmachen und wir lassen jetzt den Pappbecher fallen. Also Tischtennisball ist drin, das ist kein Zaubertrick, ja. Tischtennisball ist drin und wir lassen den Pappbecher mit Tischtennisball fallen. Dann haben wir eigentlich einen gedämpften, einen teilelastischen oder inelastischen Stoß. Das heißt, hier unten der Papprand, der dämpft diesen Stoß, und wenn es klappt, dann kommt der Tischtennisball nicht raus. Na, es fällt um, das ist okay. Nochmal. Der fällt dann halt um und kommt raus. Der Tischtennisball hüpft aber nicht wieder hoch, wie es ohne den Pappbecher der Fall war. Und wenn wir diesen Stoß jetzt zu einem elastischen Stoß umbauen wollen, dann nehmen wir hier handelsüblichen Wodka. Ja, auch sehe, wir haben minderjährige Zuschauer, habe ich gehört. Also ist es kein Wodka, dann ist es heute mal Williams Crisp. Das ist auch nicht geeignet. Es ist Wasser, was ich sehr schade finde. Ich habe jetzt ein bisschen Wasser reingemacht. Der Pegel sitzt ungefähr hier. Und jetzt kommt der Tischtennisball, der gleiche wie vorher. Und der kommt oben ins Wasser. Der schwimmt jetzt auf der Wasseroberfläche. Und jetzt lasse ich den Becher mit Wasser an den Tischtennisball fallen. Und wenn es funktioniert, kommt jetzt der Tischtennisball wieder raus. Das Wasser kommt raus, aber das ist ja immerhin schon mal etwas. Ich probiere es nochmal. Ah, man hat ihn gesehen. Das ist besser als vorhin, ja. Man hat ihn gesehen. Also der Tischtennisball ist wieder hochgekommen, aber vielleicht ist unser Becher zu hoch, um das wirklich zu zeigen. Aber keine Sorge, auch hier haben wir natürlich ein Hörsaalexperiment, um zu zeigen, wie sowas mit Labormitteln gemacht wird. Hier haben wir ein Experiment zur Impulserhaltung. Und zwar machen wir einen elastischen Stoß oder genauer gesagt mehrere elastische Stöße. Und zwar mit diesen kleinen Kugeln. Das sind im Prinzip Gummibälle, die allerdings ein Loch haben und damit auf dem Stahlseil aufgefädelt wurden. Und diese Gummibälle sind sukzessive schwerer nach unten hin. Also der hier unten hat, der rote, hat die größte Masse, der blaue hat eine mittlere Masse, der kleine gelbe hat eine kleine Masse. Und wir lassen die jetzt nach unten sausen, ungefähr von Gesichtshöhe. Und dann passiert Folgendes. Der unterste Gummiball stößt elastisch mit diesem Gegengewicht, das da unten aufgehängt ist. Und weil es eine Reflexion am festen Ende darstellt, gibt es im Prinzip hier einfach nur die gleiche Geschwindigkeit nach oben wieder. Und dann stoßen die zwei Gummibälle, der blaue und der rote, miteinander elastisch. Die haben aber in diesem Moment, wo die miteinander stoßen, entgegengesetzte Geschwindigkeiten. Und dadurch wird der blaue sehr stark nach oben beschleunigt. Und der stößt dann nochmal mit dem gelben, der wiederum in dem Moment eine Geschwindigkeit nach unten hat. Und der wird dann noch viel stärker nach oben beschleunigt. Weil wir hier Energie- und Impulserhaltung haben, kommt eine unglaublich hohe Geschwindigkeit für den obersten Gummiball raus. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Ich lasse los, ungefähr von Gesichtshöhe. Ihr habt es gesehen, im Hörsaal hat es ein bisschen höher gehüpft als an meinem Tischtennisball auf dem Tisch hier. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, was ist hier passiert und wie können wir das beschreiben? Das ist ein elastischer Stoß. Wir sagen, das ist ein Stoß mit dem Boden. Wir sagen, der sei vollständig elastisch. Das ist die Näherung, die wir hier machen. Elastisch.
Fischer Stoß. Kann ich gleich vorweg schicken, es gibt keinen elastischen Stoß in der Natur, sowas existiert nicht. Aber vielleicht habt ihr auch in der Schule gelernt, Physik ist die Wissenschaft von der unbelebten Materie oder der unbelebten Natur. Das ist natürlich Quatsch. Physik ist die Wissenschaft vom Weglassen. Ja? Wir lassen alles weg, was uns stört, was uns behindert oder was uns zu kompliziert ist. Und das, genau das machen wir jetzt. Wir lassen alles Inelastische weg. Wir sagen, wir nehmen den elastischen Teil und fertig. Und wir haben im Prinzip folgendes System. Wir haben eine Kugel im Hörsaalexperiment und wir haben eine kleinere Kugel obendrauf. Wir tun es mal so, als wäre die kleinere Kugel obendrauf von der halben Masse wie die große Kugel. Also hier haben wir die Masse klein m und hier unten haben wir die Masse groß m. Und wir sagen, die Masse groß m sei 2 mal die Masse klein m. Ja? Im Hörsaalexperiment hatte ich 3 so Bällchen und die waren auch nicht genau doppelt so schwer darunter liegend, also die 3 übereinander gestapelt. Und die waren nicht immer von der doppelten Masse, sondern ein bisschen andere Verhältnisse. Aber im Großen und Ganzen kann man das ja so mal annehmen. Und jetzt haben wir diesen Stoß am Boden. Wenn diese 2 Kugeln zusammen mit der Geschwindigkeit klein v, eine Geschwindigkeit hat eine Richtung, da kommt also ein Vektorpfeil drauf, an den Boden stößt, dann müssen wir den Boden noch symbolisieren. Der Boden, der verrutscht nicht, der ist wie meine Tischplatte. Und drum bekommt der Boden so schräge Strichelchen hier unten drunter. Der geht nicht weg, wenn ich damit mit Bällen draufwerfe. Und was jetzt passiert, ist folgendes. Der erste Ball, der mit der großen Masse m stößt mit dem Boden, kommt dann natürlich mit der gleichen Geschwindigkeit v wieder nach oben. Das ist langweilig. Das viel Interessantere ist, der zweite Ball ist dann immer noch mit der Geschwindigkeit v nach unten unterwegs, wenn der große Ball mit der Masse groß m mit der gleichen Geschwindigkeit v nach oben kommt. Wir haben also entgegengesetzte Geschwindigkeiten, die gleich groß sind, aber die Massen sind verschieden und zwar doppelt. Dafür gibt es eine Formel. Die Formel, die gebe ich an, die kann ich auch nicht auswendig. Das würde ich natürlich in der Prüfung jederzeit verlangen, dass man die Formel auswendig kann, ist doch klar. Aber ich habe ja einen Studenten dafür, der mir das dann erzählt. Ich muss sie also nicht können. Wir sagen, die Geschwindigkeit der kleinen Masse nach dem Stoß, die nenne ich U. U ist die Geschwindigkeit der kleinen Masse nach dem Stoß. Und diese Geschwindigkeit, die berechnet sich als die Geschwindigkeit V. Das ist ja die gleiche Geschwindigkeit, die die kleine Masse hat und die die große Masse hat. Das ist jetzt die von der großen Masse. Und da schreiben wir hin die Differenz beider Massen, M minus M. Wenn der Stift wieder schlecht erwischt, kann man nicht lesen. M minus M durch die Summe aus beiden Massen, M plus M. Und dann machen wir jetzt ein Minus hin, weil die haben gegengesetzte Geschwindigkeiten. Jetzt kommt nochmal V. Und jetzt kommt zweimal die große Masse durch die Summe beider Massen. Die Herleitung dieser Gleichung ist Material von Physik 1. Das kommt im ersten Semester vor, ganz egal, was ihr studieren werdet, ob Maschinenbau, Elektrotechnik, Physik, Lehramt, irgendwas. Jeder, der eine Physikvorlesung an der Uni erleiden und erdulden darf, der wird diese Formel hergeleitet bekommen. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. So, und wenn wir das jetzt uns anschauen und einsetzen, in die Tatsache einsetzen, dass wir wissen, dass die große Masse zweimal die kleine Masse ist, dann kommt hier schlicht und ergreifend raus, dass diese Geschwindigkeit U genau minus V mal 5/3 ist. Weil die Massen selber kürzen sich raus. Und was übrig bleibt, ist nur die Verhältnisse. Und das sind diese 5/3. Das heißt, die kleine Masse geht mit 5/3, das ist größer als 1, der Geschwindigkeit nach oben weg. Die hat also gerade eine höhere Geschwindigkeit nach oben bekommen, während sie vorher mit einer kleineren Geschwindigkeit nach unten unterwegs war. Und der gleiche Vorgang wiederholt sich jetzt bei jeder Kugel, die wir oben drauf stapeln würden, mit dem gleichen Massenverhältnis. Und jetzt machen wir mal folgendes kleines, wunderschönes Gedankenexperiment. Wir brauchen, wenn wir Elon Musk sind und eine Rakete zur ISS starten wollen, mindestens die Fluchtgeschwindigkeit der Erde, die wir erreichen müssen mit der Rakete. Die Fluchtgeschwindigkeit der Erde, die beträgt 11,2 Kilometer pro Sekunde. Wenn wir also einen Körper auf der Erdoberfläche auf 11,2 Kilometer pro Sekunde Geschwindigkeit bringen, dann verlässt er die Anziehungskraft, die Umlaufbahn der Erde, dann fliegt er ins All, vereinfacht gesagt. Ja? Es ist natürlich in Wirklichkeit ein bisschen komplizierter und ich glaube, die bei der NASA, die rechnen noch eine Minute länger, als ich das jetzt mache. Und die haben auch ein anderes System zum Start ihrer Raketen. Ja? Ich habe jetzt hier nur Bälle, die ich aufeinander stapel. Ich mache jetzt folgende Frage. Wie viele von diesen Kugeln mit immer halber Masse muss ich aufeinander stapeln, damit ich mit der obersten Kugel zur ISS komme? Das ist sehr schnell gelöst. Ich kann nämlich einfach sagen, die nächste Kugel verhält sich genauso. Wenn ich jetzt also viele Kugeln habe, dann verändere ich meine Formel folgendermaßen. Ich mache hier eine Klammer rum und sage hoch klein n. Und klein n ist die Anzahl an Kugeln, die ich habe. Also
Anzahl an Zusatzkugeln, die ich habe. Und wir lösen jetzt nach klein n auf, da braucht man Logarithmusgesetz, das ist aber auch Schulmathematik, das sollte jeder wissen. Und dann haben wir eigentlich nur Folgendes, wir haben hier das Verhältnis der Geschwindigkeiten und wir brauchen noch eine Startgeschwindigkeit, die hier eingeht. Also mit welcher Geschwindigkeit komme ich am Boden an? Und da kann man irgendwas annehmen, was 4 Meter pro Sekunde oder sowas, das erreiche ich, wenn ich aus einem Meter Höhe ungefähr im freien Fall auf den Boden runterfallen lasse. Das spielt aber keine große Rolle, weil es wie gesagt ein Logarithmusgesetz ist. Und dann habe ich hier dastehen 11,2 Kilometer pro Sekunde geteilt durch, sagen wir, 4,4 Meter pro Sekunde. Das Minus habe ich mal elegant hier reingesteckt, genau. Und das ist dann 5 Drittel hoch n. Und in dieser Gleichung habe ich die letzte Unbekannte, ist dieses n, nachdem ich auflösen kann, indem ich jetzt einen Logarithmus drüber laufen lasse. Dann brauchen wir ein paar Logarithmengesetze. Und dann kommt raus, dass, ich habe jetzt nicht mehr viel Platz, ich kürze ab, n ungefähr 15,3 ist. Jetzt gibt es keine 0,3 Kugeln, das bedeutet, ich brauche 16 zusätzliche Kugeln. In dieser Rechnung benötige ich also 16 Kugeln, die aufeinander gestapelt sind. Wobei die obere Kugel immer nur halb so schwer sein darf wie die darunterliegende Kugel. Und mit der obersten Kugel komme ich dann ins Weltall. Das ist doch ziemlich cool. Okay, bitte probiert das daheim aus. Ja? Ich gebe zu, dass ich ein paar Kleinigkeiten weggelassen habe. Wie zum Beispiel den Ärger mit euren Eltern, wenn ihr ein Loch in die Decke schießt. Reibung in der Atmosphäre, Wind, dass es keinen elastischen Stoß gibt zum Beispiel, wie ich es am Anfang erklärt habe und so weiter. Ansonsten ist das doch ziemlich nett. Na? Also, geht her. Studiert Physik natürlich und dann macht Elon Musk Konkurrenz, weil das können wir selber. Ja, und damit sind wir sozusagen am Ende vom zweiten Experiment. Dann machen wir jetzt ein drittes Experiment. Unser drittes Experiment. Wir sind hier immer noch in der Physik. Ich zeige es nochmal her. Physik schreibt sich immer noch so. Wir machen hier Physik und ich wollte euch zeigen, wie man mit ganz einfachen Mitteln Physikexperimente macht, wie man sie denn auch in Magdeburg an der Uni zum Beispiel macht. Wobei wir das natürlich jetzt nicht mit diesen Mitteln machen, sondern dann im Labor. Ihr seht da immer die kleinen Einspielerchen im Hörsaal oder sowas darstellt. Wenn ihr in Magdeburg euch für ein Physikstudium interessiert, dann findet ihr auf dieser Homepage weitere Informationen. Das steht www.ifpofgu.de, Studieninfotag. IFP bedeutet Institut für Physik und ovgu.de bedeutet natürlich Otto von Guericke Universität und das DE für Deutschland. Das habt ihr euch schon gedacht. Unser drittes Experiment, das wurde ja schon angesagt, das ist der Bernoulli-Effekt. Im Bernoulli-Effekt, da machen wir Folgendes. Wir nehmen nicht nur einen von diesen Tischtennisbällen, sondern wir haben jetzt zwei von diesen Tischtennisbällen hier. Und diese Tischtennisbälle lege ich auf den Tisch und dann laufen die blöderweise weg, weil erstens der Tisch nicht im Wasser steht und zweitens, weil ich die nicht so ruhig hinstellen kann. Dann haben wir jetzt hier einfach zwei grüne Stifte. Wieso sind die Stifte eigentlich grün? Ach so, klar, weil wir die Fakultät für Naturwissenschaften sind und darum ist unsere Hintergrundfarbe auch grün. Das ist nämlich, jede Fakultät hat ihre eigene Farbe. Wir haben dieses wunderschöne Grün. Das haben wir hier zwei Stifte in Fakultätsgrün. Diese Stifte sind mit Tesafilm verbunden, dass die so halbwegs parallel sind. Und da setze ich jetzt die zwei Tischtennisbälle drauf. Ja, die sollten dann sitzen bleiben irgendwann mal. Das ist schon der knifflige Teil an diesem Experiment, die Tischtennisbälle so hinzusetzen, dass sie auch sitzen bleiben. Jetzt habe ich noch einen dritten Tischtennisball, den nehme ich nur zum Beweis. Den setze ich hier vorne hin. Also das Setup ist jetzt wie folgendes. Nein, Sitz. Ich habe zwei Tischtennisbälle auf meiner Schiene, die aus den zwei Stiften gebildet wurde. Ich habe einen dritten Tischtennisball, der mit den zwei auf der Schiene so ein Dreieck bildet. Na gut, so geht's auch. Und jetzt habe ich noch das Ding, was Fake News zufolge von der Europäischen Kommission verboten werden sollen, nämlich einen Strohhalm aus Plaste. Ja, das ist ein Strohhalm. Damit kann ich zum Beispiel den Wodka aus der Flasche trinken, wobei die Flasche ist da, der Strohhalm ist zu kurz. Ich habe es ausprobiert natürlich. Wenn ich in diesen Strohhalm jetzt reinpuste, und dafür ist der dritte Ball da, um zu zeigen, dass ich wirklich puste und nicht sauge, dann mache ich eine Luftströmung. Also das ist natürlich die Idee, ich puste auf meinen Finger, hier hinten kommt die Luft raus und die Luft strömt durch diesen Strohhalm durch. Wenn ich jetzt zwischen diese zwei Tischtennisbälle durchpuste, dann mache ich einen Luftstrom von meinem Strohhalm, von der Öffnung meines Strohhalms auf den dritten Tischtennisball. Der wird weglaufen. Daran könnt ihr erkennen, dass ich wirklich puste und nicht sauge. Und die zwei anderen Tischtennisbälle, die erleben einen Luftstrom in der Mitte, während hier außen die Luft in Ruhe ist. Schauen wir mal, was passiert. Und die Tischtennisbälle sind überraschenderweise zusammengegangen und nicht etwa auseinander. Ich kann es noch ein letztes Mal probieren, der dritte ist jetzt weg. Ja.
Wir machen die Tischtennisbälle auseinander und ich puste nochmal rein. Ich puste, ihr müsst es mir glauben. Und erst nachdem die aneinander geprallt sind, sind die natürlich weggelaufen. Und auch da haben wir natürlich ein Experiment im Hörsaal vorbereitet, wo ihr seht, wie man sowas richtig macht. So, dann kommen wir jetzt zur Hydrodynamik. Und zwar haben wir es bei der Hydrodynamik mit Flüssigkeiten und Gasströmungen zu tun. Für die Gasströmung haben wir hier einen Föhn. Und mit diesem Föhn würde ich von oben, der ist im Moment ausgeschaltet, in diesen Trichter hineinblasen. Und der Trichter verjüngt sich nach unten. Unten ist eine Aluminiumplatte und unter der Aluminiumplatte ist eine zweite Aluminiumplatte und die ist beweglich aufgehängt. Die geht hoch und runter. Da unten ist noch eine kleine Kugel, das ist nur eine Gegenmasse, damit das Zeug auch schön nach unten gezogen wird. Die Luft, die man von oben reinbläst, die muss hier zur Seite wieder rauskommen. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus, was hier passiert. Wir schalten den Föhn ein und ich halte ihn nach unten. So, das war jetzt ein Experiment zum Bernoulli-Effekt. Im Hörsaal ist das natürlich viel beeindruckender, weil wir diese Metallscheibe nach oben anheben können. Aber gut, da habe ich auch einen Föhn zur Verfügung und nicht nur meine Lippen, die durch einen Strohhalm pusten. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert hier? Und wir machen das richtig mit Formeln und allem. Der Bernoulli-Effekt beruht prinzipiell auf der Idee, dass ein Luftteilchen entweder Geschwindigkeitsenergie haben kann oder zum Luftdruck beitragen kann. Das ist also nur eine Form der Energieerhaltung. Energieerhaltung ist ein super schwieriges Konzept, da will ich gar nicht weiter ins Detail drauf eingehen. Ich schreibe die Formel hin und tue es, als ob es jeder versteht. Ja? Wir haben ein Druckgesetz, wir machen ein kleines p, das ist ein kleines p und der Druck, der Gesamtdruck, also sowas wie der Luftdruck, der setzt sich zusammen aus dem Term 1/2 Rho V Quadrat, 1/2 ist klar, das kennt der Taschenrechner. Rho ist die Dichte, ja? Und V, das ist natürlich die Geschwindigkeit. Klein v ist die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde. Das ist das, was ich variieren kann, wenn ich mehr puste oder weniger puste. Rho, das kann ich variieren, indem ich ein anderes Gas nehme. Also wenn ich zum Beispiel Helium nehme, dann hat das eine andere Dichte als Stickstoff. Und unsere Luft hier im Labor, im Homeoffice, die ist hauptsächlich aus Stickstoff aufgebaut. Ja? Und das ist noch ein zweiter Term und der bedeutet plus P0. Und P0 ist sowas wie der Umgebungsluftdruck. Und dieser Term, dieses P-Gesamt, das muss konstant bleiben. Und dafür schreiben die Physiker immerhin kleines Konst, Punkt. Wenn aber dieser Gesamtdruck konstant bleiben muss und ich beschleunige jetzt, oder nein, andersrum, ich bringe jetzt ein Luftteilchen auf eine Geschwindigkeit, dann muss der Luftdruck sinken. Also geht V hoch, weil ich zum Beispiel durchpuste, dann folgt daraus, dass P0 runtergeht. Wenn aber der Luftdruck runtergeht, na, dann bewegt sich ein Tischtennisball, der ziemlich leicht ist, in Richtung des niedrigeren Luftdrucks. Wenn der Luftdruck sinkt, dann bewegt sich das Gewitter auf uns zu. Das ist genau der Effekt, den wir beim Wetter natürlich haben. Ja? Also, wenn die Geschwindigkeit steigt, geht der Luftdruck runter. Das haben wir gesehen bei den Tischtennisbällen. Wir haben diese zwei Tischtennisbälle hier und hier. Die sitzen auf einer Schiene. Die Schiene ist fest. Für feste Begrenzungen gibt es immer diese schraffierte Gerade. Und hier in der Mitte lasse ich Luft durchströmen, also höhere Geschwindigkeit. Dann wird hier der Luftdruck, vereinfacht gesagt, sinken. Der Luftdruck sinkt, bedeutet, dazwischen ist weniger Widerstand sozusagen und die zwei Bälle rollen aufeinander zu. Das ist alles, was wir hier gemacht haben. Und das war noch viel hübscher bei der Platte, die wir im Hörsaal von unten angezogen haben, obwohl wir von oben mit dem Föhn reingepustet haben. Ja, und jetzt haben wir noch ein viertes Experiment. Unser viertes Experiment, das ist zur Lorentzkraft. Da haben wir also noch was Elektrisches dabei. Die elektronischen Experimente, die kommen, je nachdem, was ihr studieren werdet, im ersten, zweiten oder noch späteren Semestern vor. Es gibt sogar eine eigene Vorlesung Elektronik. Und natürlich jemand, der Elektrotechnik studieren möchte, der wird sich natürlich viel mehr in der Tiefe mit Elektrostatik und Elektrodynamik und sowas beschäftigen müssen. Für Physiker, also Menschen, die was Richtiges studieren wollen, also richtige Physik auf Bachelor oder sowas, würde ich vermuten, dass es je nach dem Dozenten im zweiten Semester vorkommt, im zweiten Semester des Grundstudiums. Und die Lorentzkraft, die ist was Hübsches, weil die Lorentzkraft diesmal zum ersten Mal eine Vektormultiplikation, die wir da brauchen. Da machen wir jetzt Folgendes. Ich nehme Bauteile hier aus meiner magischen Kiste, ja, vor allem einen sehr starken Magneten,
Das bedeutet, dass ich viel mehr Schrauben genommen habe, als ich eigentlich wollte. So, das ist ein sehr starker Magnet, das ist ein Neodym-Magnet. Der ist so stark, dass wenn man den loslässt, dass der frei im Raum rumfliegt, drum hat er hier auch schon irgendeine Abschürfung hier vorne. Man kann erkennen, dass der nicht mehr ganz perfekt ist. Diese Magneten, die sind schon wieder gefährlich. Ja? Das ist kein Kühlschrankmagnet, das ist was richtig Starkes. Um euch zu zeigen, wie stark der ist, mache ich Folgendes. Ich nehme die Schraube, irgendeine Stahlschraube, und da ist wahrscheinlich, ja, die schimmert rötlich. Kann man das sehen? Nee, das kann man nicht sehen. Kann man gleich sehen, wenn man es vor meinem blauen T-Shirt hat. Die schimmert rötlich, das heißt, die ist wahrscheinlich vermessingt oder sowas. Und obwohl der Magnet hier unten an dieser Schraube hängt, reicht die magnetische Kraft aus, um die Schraube und den Magneten, der nicht so leicht ist, an dieser Batterie anzupinnen. Ja? Und was wir jetzt machen, warum habe ich eine Batterie genommen, das ist ja ganz klar. Wir werden einen elektrischen Stromkreis schließen, dafür habe ich den Draht. Und mit dem Draht gehe ich jetzt oben drauf auf den oberen, auf den Pluspol der Batterie, halte es hier irgendwie fest, dass es hier einen leitenden Kontakt gibt. Und dann halte ich das andere Ende des Drahtes seitlich an diesen Neodym-Magneten. Und jetzt geht es darum zu gucken, was passiert. Es sollte sich drehen. Ich hoffe, man kann das sehen. Und wie das sich dreht. Das Experiment ist gefährlich. Wenn ihr das daheim macht, wäre es am allerbesten, eine Schutzbrille aufzusetzen. Weil da ist eine Schraube, da ist ein Magnet und die werden ziemlich schnell. Das kann ein paar tausend Umdrehungen pro Minute kriegen, das Zeug. Dieser Motor, den ich gerade gebaut habe, der heißt Homopolarmotor. Und in meinem Fall dreht er sich so rum. Oh, und auch zu diesem Effekt, der Effekt, den man da verwendet, das ist die Lorentzkraft, haben wir noch ein Laborexperiment, also beziehungsweise ein Hörsaalexperiment, also ein Lehrerexperiment, das wir uns jetzt anschauen werden. Wir haben hier noch ein Experiment zur Lorentzkraft. Und dabei wird aus dieser Stromquelle Strom in der technischen Stromrichtung von Plus, also vom Roten, in Minus wieder hineingeschickt. Das heißt, der Strom fließt das rote Kabel entlang, hier diesen Draht herunter und dann gibt es hier unten so einen kleinen Metallstab, da fließt der Strom entlang nach hinten und hier wieder hoch und dann wieder zurück in das Netzgerät. Das findet aber alles hier unten in einem magnetischen Feld statt und zwar ist das rot markierte der magnetische Nordpol und das weiß markierte der magnetische Südpol. Das Magnetfeld zeigt also nach unten. Die stehen also senkrecht aufeinander, die Stromrichtung und die Magnetfeldrichtung. Und um das zu beschreiben, benutzt man die rechte Handregel. Die rechte Handregel heißt, wir nehmen die Geschwindigkeitsrichtung der bewegten Ladungen, die geht nach hinten, das ist der Daumen. Und wir haben als zweites die Magnetfeldrichtung von Nord nach Südpol, das ist der Zeigefinger, der geht nach unten. Und dann kriegen wir mit dem Mittelfinger rechtwinklig dazu die Kraftrichtung der Lorentzkraft heraus und die zeigt jetzt zu mir her. Wenn ich jetzt also den Strom einschalte, dann müsste die Leiterschaukel sich zu mir rausbewegen. Machen wir das mal. Und wenn ich das wieder ausschalte, dann geht es wieder zurück. Und um zu zeigen, dass das tatsächlich stromrichtungsabhängig ist, kann man das noch einmal umpolen. Dafür nehmen wir ganz unspektakulär die zwei Kabel raus, stecken sie verkehrt rum wieder rein. Jetzt hat sich die Stromrichtung geändert. Wir haben also Geschwindigkeit in diese Richtung, Magnetfeldrichtung nach unten. Es geht die Kraft nach innen und siehe da, die Leiterschaukel wird nach innen ausgelenkt. Ja, das haben wir also im Hörsaal gesehen, wie das mit der Lorentzkraft ist. Und ihr habt den Dozenten, also mich, komische Bewegungen mit der rechten Hand machen sehen. Falls ihr es nicht in der Schule hattet, das war ein Kreuzprodukt oder Vektorprodukt. Also schreiben wir erst nochmal hin, die Lorentzkraft. Lorentzkraft mit TZ, wenn ich bitten darf. Und die Lorentzkraft wird formelmäßig beschrieben als Kraft. Das heißt, wir haben es wieder mit einer Kraft F zu tun, großes F. Und jetzt ist es noch viel wichtiger als vorhin, dass wir Vektorpfeile beachten. Vektorpfeil bedeutet, der Pfeil, es kommt darauf an, in welche Richtung die Kraft zeigt. Es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob diese Leiterschaukel zum Beispiel rausgeht oder reingeht. Und diese Lorentzkraft, geben wir ihr noch einen Index, nämlich Lor für Lorentzkraft, die ist formelmäßig genau eine Elementarladung. Ich mache ein kleines Q hin für eine Elementarladung. Das ist ein kleines Q. Ich sage es dazu, weil meine Schriftart ist manchmal nicht für jeden zu lesen. Und dann machen wir eine Klammer und da schreiben wir rein, eine Geschwindigkeit, kleines v, Kreuz, ein magnetisches Feld, groß B. Und was ist das jetzt? Wir müssen jetzt über die Geschwindigkeit mal kurz philosophieren. Die Geschwindigkeit, das ist die Bewegungsrichtung des elektrischen Stromes. Wir gehen also vom Pluspol zum Minuspol und die Geschwindigkeit ist also die vom Plus zum Minuspol und die muss ich jetzt kreuzweise multiplizieren mit dem magnetischen Feld. Das magnetische Feld, das geht in der Definition, habe ich recht, vom Nord zum Südpol. Und jetzt ist es so,
dass man dafür die rechte Hand hernimmt. Und in der rechten Hand hat man für den ersten Vektor, den man im Kreuzprodukt hat, das ist das V, den Daumen, für den zweiten Vektor, den man im Kreuzprodukt hat, das B, den Zeigefinger. Und wenn man jetzt den Mittelfinger nimmt, und zwar nur den der rechten Hand, dann zeigt uns der die Richtung des Ergebnisvektors an, also den der Lorentzkraft. Jetzt mache ich noch kurz eine kleine Skizze, damit man sich das noch vorstellen kann. Hier habe ich den Magneten, den Neodym-Magneten, wie ich ihn vorhin auf meiner Schraube hatte. Die Schraube hängt nach oben und oberhalb kommt noch die Batterie, die habe ich jetzt nicht mit eingezeichnet. Hier kommt der Draht. Und der berührt hier an der Seite, an dieser Stelle, den Neodym-Magnet, der natürlich leitfähig ist. Was wir jetzt haben, ist eine Ladungsträgerrichtung in diese Richtung. Die fließt von diesem Stromdraht in den Magneten hinein. Das Magnetfeld von dem Magneten, das zeigt aber entweder nach oben oder nach unten. Und dadurch bekommen wir eine Lorentzkraft, die jetzt aus der Ebene heraus zeigt. Mit anderen Worten, das Ding fängt sich an zu drehen. Das ist ein Homopolarmotor, genau das, was wir gesehen haben. Das war die Lorentzkraft. Beziehungsweise bei der Leiterschaukel im Hörsaal, da ist es noch viel eindeutiger zu sehen, weil alles natürlich ein bisschen viel mehr in Ruhe ist und viel langsamer ist und ich viel gemütlicher darüber reden und erzählen kann. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Das waren 4 Experimente, die sich fürs Homeoffice absolut eignen. Ich weise noch ein letztes Mal darauf hin, dass es mehr Informationen zum Physikstudium an der Otto-von-Guericke-Universität unter der Internetadresse ifpofgu.de/Studieninfotag gibt. Es freut mich natürlich, dass so viele zahlreich so eingeschaltet haben. Das weiß ich ja nicht. Ne? Das sehe ich hinterher. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen. Wer sieht später anhand von den herausfliegenden Dächern in der Stadt, wo überall die Leute sitzen, die wirklich unsere Experimente nachgebaut haben. Dankeschön und tschüss.